Hallo, heute geht es um die Post- und Weitverkehrsröhren AA und BA. Beide wurden 1928 von Siemens entwickelt. Die Röhren haben eine Anodenverlustleistung von ungefähr 1,5 Watt, was eine Sprechleistung, also eine effektive Nutzleistung von ungefähr 1 Watt entspricht, bei noch akzeptablem Klirrfaktor. Die Röhren wurden als Poströhre entwickelt. Der Begriff Poströhre stammt daher, dass diese Röhren für die damalige Deutsche Reichspost entwickelt wurden und sehr viele Qualitätskriterien erfüllen mussten. Unter anderem, sie mussten ihre Toleranzen möglichst lange halten, sowohl eine möglichst lange Betriebsdauer gewährleisten, da sie an meist unzugänglichen Orten oder schwer unzugänglichen Orten montiert waren. Das führte dazu, dass diese Röhren teilweise mit Keramiken produziert worden und sichtbar in guter Qualität. Zu den Detailansichten kommen wir gleich. Das hier ist übrigens eine BA aus den 50er Jahren. Die wurde noch sehr lange produziert. Das ist ein Originalkarton dieser BA. Das ist eine Originalproduktion der AA aus Anfang der 30er Jahre. Und dazu gibt es noch einen kleinen Running Witz zum Thema Langlebigkeit, nämlich bis zum heutigen Tag kann ich die Fassungen für die Poströhren kaufen in Industriequalität, produziert made in China. Zum Thema Preise von Röhren haben wir ja schon mal ein kleines Video gehabt. Die Preise gehen bei diversen Online-Auktionen durch die Decke, besonders die BA, sowohl die Nachfolger wie zum Beispiel die CA oder ganz besonders diese hier, die EA, zu der wird es auch noch ein eigenes Video geben. So, und jetzt kommen wir zu den Detailansichten der Röhren. Dies ist das Datenblatt der AA vom RFT-Röhrenwerk. Sie hatte eine Heizspannung von 3,8 Volt bei einem Heizstrom von 0,5 Ampere. Die Anodenspannung betrug typischerweise 220 Volt bei einem Strom von 3 mA. Das ergab eine maximale Anodenbelastung von 1,5 Watt. Dazu muss gesagt werden, die AA war ursprünglich als Universaltriode ausgelegt für den reinen Verstärkerbetrieb. Erst nachträglich kam der Einsatz als NF-Endröhre. Dort kann die AA mit ungefähr 1 Watt eingesetzt werden bei einem akzeptablen Klirrfaktor. Wenn man eine höhere Verzerrung akzeptiert, können auch hier die 1,5 Watt ausgeschöpft werden. In der Nachkriegszeit, also das heißt in unserer Zeit, gab es auch Schaltungen mit über 10 AA parallel geschaltet. Über Sinn und Unsinn kann man jetzt rumdiskutieren, aber die NF-Udo-Fraktion hat so ein bisschen ihre eigenen Gesetze, die ich jetzt hier nicht kommentieren möchte. So, fangen wir mit der AA an. In diesem Fall eine AA als Nachkriegsproduktion der Firma Siemens. Hier ist, wie gesagt, die gute Qualität der Produktion selbst zu sehen. Das kommt das Spiel mit dem Fokus. Zum einen natürlich die Röhre ist noch als Quetschfuß aufgebaut. Die AA ist direkt geheizt. Man sieht die Heizfäden. Diese sind über eine Feder gespannt, jetzt in der Mitte des Bildes, um zu verhindern, dass der Heizfaden zu locker ist und somit Kontakt zur Gitter bekommt.
Die Verdrahtungen selbst sind punktgeschweißt bzw. eingequetscht. Man sieht jetzt die Detailaufnahme vom Quetschfuß sowie die Kabeldurchführung innerhalb des Quetschfußes. Das ist der Anodenkäfig. Der Anodenkäfig ist ebenfalls gestanzt und diese Stanzung soll verhindern, auch dass eine Vibration entsteht, was somit natürlich im Signal sichtbar wird, also sprich Störungen. Das ist der, man kann schlecht reinsehen. Das ist der Anodenkäfig von innen. Man sieht das Steuergitter sowie die weißen Heizfäden der direkt geheizten Kathode. Das hier ist der Aufbau der Röhre von oben. Wie gesagt, Weitverkehrsröhren wurden meistens mit hochwertigen Materialien aufgebaut. Es wurden sehr viel Keramiken benutzt. Und in diesem Fall wurde auch Asbest benutzt, welches als Vibrationsdämpfer verbaut wurde. Auch zu sehen ist jetzt das Getter. Da es sich hier um eine Nachkriegsproduktion handelt, ist das Getter bereits in einer modernen Variante ausgeführt als Getterpfanne. Die ist jetzt mittig im Bild. Diese enthält die Getterpille selbst. Diese wird nach der Produktion und Herstellung des Vakuums induktiv von außen erhitzt, verdampft somit und der Spiegel bildet sich dann am Glas von innen. Auch zu sehen ist die Aufhängung der Heizfäden. Die Heizfäden sind, wie gesagt, gefedert aufgehängt, um nachzuspannen. Diese Variante der BA wurde von Siemens produziert. Hier ist auch der Pumpstutzen zu sehen in der Mitte des Bildes. Bei Poströhren war meistens der Pumpstutzen innerhalb des Sockels. Nur bei den ganz alten Röhren war der Pumpstutzen am Kopf der Röhre. Wie schon vorhin gezeigt, ist das hier die Originalverpackung. Das ist eine typische 50er Jahre Verpackung.
Und das ist die besagte Röhrenfassung aus Keramik. Die wird, wie gesagt, noch in Tunesien aktuell produziert in Industriequalität. Die habe ich schon vor längerer Zeit gekauft. Es kostete, glaube ich, irgendwas um 12 Euro. Die ist, wie gesagt, für den siebenpoligen Postsockel die BA und AA hat natürlich nur einen fünfpoligen Postsockel. Das Layout, also die Grundmaße sind aber dieselben. Man sieht auch die Führungsspitze oder Führungsnase. Der Sockel ist, wie gesagt, aus massiv Keramik und entsprechend schwer. So, und jetzt geht es weiter mit einigen Bildern der AA, die sehr schlecht zu fotografieren sind, in der jetzigen zu filmen sind in der jetzigen Lichtsituation. Deshalb nutze ich Standfotos, die ich ein bisschen besser ausleuchten konnte. Das ist eine AA vom RWN Neuhaus. Auch hier ist der typische Anodenkäfig zu sehen. Die Röhre ist auch auf Keramikträgern am Kopf der Röhre aufgebaut, sowie mit den gefederten Halterungen des Salzfadens. Zu sehen ist die sehr starke Getterung. Ein Getter auf der rechten Seite wurde nicht aktiviert, wurde nur sehr schwach aktiviert. Sie wurde produziert 1957. Hier ist nochmal eine Detailaufnahme des Systems. Man sieht den Quetschfuß und das nicht aktivierte Getter in der Mitte des Bildes sowie den Pumpstutzen. Oben sieht man den Anodenkäfig mit der Stabilisierung sowie die Aufhängung des Heizfadens. Das ist die Originalverpackung besagter AA vom RWN Neuhaus. Dies ist eine Produktion von Valvo, produziert in der 10. Woche 1944. Auch hier fällt wieder auf der Anodenkäfig, der zur Stabilisation gestanzt wurde. Die gefederten Heizfäden, besonders zu sehen im mittleren Bild. Und es fällt auf, dass die Steuergitter in diesem Fall über eine Kühlfahne verfügen, die die Wärme abführt über Radiationskühlung. Das heißt, diese Röhre wurde bereits zur Leistungsverstärkung eingesetzt. Dies ist eine Nachkriegsproduktion der AA von Siemens. Sie ist in diesem Fall sehr stark gegettert, was ein Fotografieren des Systems selbst sehr schwierig macht. Zu erkennen ist aber, dass die Anode diesmal zylindrisch ausgeführt wurde. Die BA unterscheidet sich etwas von der AA. Hier ist das Datenblatt der BA vom RFT Röhrenwerk. Am auffälligsten ist unter anderem die geänderte Heizspannung von nur noch 3,5 Volt anstatt 3,8 Volt bei der AA und einen anderen Arbeitspunkt. Die BA arbeitet mit einem Arbeitspunkt von minus 6 Volt, die AA hingegen nur mit minus 2 Volt. So, bevor wir mit der BA weitermachen, noch eine Korrektur zu den Fassungen, bevor ich wieder gedisst werde. Ich habe ja vorhin die siebenpolige Postfassung gezeigt. Korrekt wäre natürlich die fünfpolige Postfassung. Die ist im Durchmesser etwas kleiner als die siebenpolige.
Hier nochmal im Vergleich Röhre und Fassung. So, aber jetzt Schluss mit den Fassungen. Machen wir mit den Röhren weiter. Die sind interessanter. So, das hier ist eine BA Anfang der 1930er Jahre. Der Produzent ist leider unbekannt. Auch hier ist eine Quetschfußproduktion. Die Röhre ist mit sehr viel Glas ausgebaut. Das hat man benutzt, um zu verhindern, dass sich innerhalb der Materialien noch Ausgasungen während der Lebensdauer der Röhre bildet. Was ein Problem bei Keramiken war am Anfang, da diese sehr schlecht ausgegast werden können. Die Materialien, das sind die Metalle, die jetzt hier dunkel angelaufen sind, die wurden ausgeglüht, um halt noch enthaltene Gasatome, meistens Sauerstoff, zu entfernen. Die Anode selbst ist in diesem Fall nur als mit zwei Platten ausgelegt, also es ist kein Anodenkäfig wie bei der AA vorhin. Versuche mal etwas näher zu zoomen. Das ist jetzt die Seitenansicht der Anode. In der Mitte sieht man die Kathode, also der gespannte Heizfaden sowie das Steuergitter. Das Steuergitter ist auch ein bisschen eingeknickt, um die Stabilität zu erhöhen. Man sieht die frühe Produktion an der Spitze. Das ist ein Pluspunkt beim Preis bei diversen Auktionen. Mit Spitze, wie es immer so schön heißt. Die Röhre wird komplett von einem Glassteg gehalten. Auch hier sind die Heizfäden federnd aufgehängt, um die Heizung zu spannen, um zu verhindern, dass Kontakt, wie gesagt, zum Steuergitter erfolgt. Hier sieht man die Aufhängung der Heizfäden selbst. Auch hier ist die Röhre direkt geheizt. Ich habe vergessen zu erwähnen, die Heizspannung ist 3,8 Volt bei ungefähr 0,5 Ampere Heizstrom. Und hier hat der Vorbesitzer eine Handnotiz gemacht.
Eine zweite Variante der BA ist eine Produktion von TKD. Diese ist auch Anfang der 30er Jahre entstanden. Benutzt wurde hier ein Magnesiumgitter. Das ist jetzt auf der, ich drehe die Röhre mal bis zur Seite, sieht man es besser. Die weiße Beschichtung auf dem Quetschfuß ist Magnesium. Das dient in diesem Fall als Getter. Oder als Hilfsgetter. Hier sieht man jetzt das reguläre Getter. Hier ist auch ein Teil der Getterpille zu sehen. In dieser Einbuchtung wird, wie gesagt, das Getterrohmaterial deponiert und erst dann verdampft, wenn das Vakuum hergestellt wurde. Hier ist der Quetschfuß zu sehen mit Pumpstutzen. Sowie die Kabeldurchführungen. Das ist die Getterpfanne von hinten. Also man sieht jetzt deutlich die Ausbuchtung. Das ist nochmal das Steuergitter und die Kathode bzw. der Heizfaden. Auch hier ist der Heizfaden federnd aufgehängt, um sicherzustellen, dass der Heizfaden gespannt ist. Auch bei der TKD-Variante ist sehr viel Glas verbaut. Unnötig zu sagen, diese Röhren wurden in Handarbeit produziert. In der Mitte ist jetzt das Steuergitter zu sehen. Mit dem etwas treppenförmig geführten Gitter. Hier gab es auch noch eine Bemerkung vom Vorbesitzer. Die Messwerte sind nicht überprüft. Also er hat sie als, wenn ich es richtig lese, als sehr gut geprüft. Das ist obligatorische Tatütata. Gut, jetzt kommen noch einige Bilder von anderen Varianten der BA.
die ebenfalls als Standbild besser zu fotografieren waren. Dies ist eine BA von Siemens. Man sieht den Anodenkäfig, der auch hier zur Stabilisierung gestanzt wurde. Das etwas größere Steuergitter im Vergleich zur AA. Auch hier ist die Kathode bzw. die Heizfäden gefedert aufgehängt, zu sehen im mittleren Bild. Das System selber ist auch hier mit Asbest etwas gefedert gelagert. Der obere Halter besteht auch aus Keramik. Die Röhre sonst ist als Quetschfuß ausgelegt mit einem Magnesiumgitter und dem konventionellen Gitter. Die Gitterpfanne ist auch im mittleren Bild zu sehen. Dies ist eine Produktion von Valvo von der 21. Woche des Jahres 1941. Auch hier ist die Röhre sehr stark gegittert, sodass es praktisch unmöglich ist, das System selbst zu fotografieren. Schematisch zu erkennen ist aber auch hier der Anodenkäfig. Das ist die Nachkriegsproduktion einer BA von AEG. Sie wurde geprüft am 15. November 1950. Der Kolben ist etwas bauchiger, erinnert aber trotzdem noch an die typische Weitverkehrsröhrenform von AEG. Das System selber wird in diesem Fall rein nur von Klimmer gehalten. Es gibt keinen Keramikträger mehr. Es gibt auch keine Kühlfahnen des Steuergitters. Das Gitter ist als reguläre Gitterpfanne ausgelegt, die auf der linken Seite zu sehen ist. Auf der rechten Seite sieht man die Nahaufnahmen von der Anode sowie dem Steuergitter sowie ein Teil des Quetschfußes. So, wie immer, danke für das Interesse und bis bald.